Moin Leute, was geht bei euch? Herzlich willkommen in diesem Video. Es ist wieder Kistenmittwoch bei Timbo. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind direkt schon am Einloggen vom ersten Char. Den Heat Char haben wir jetzt als erstes genommen. Und da wollen wir mal eben in die Kiste reingucken. Leute, wie fandet ihr die letzte Woche? Wir hatten ja Tyrannisch und Boshaft und Nekrotisch. Was für mich als Tank natürlich... Ja, ein bisschen Arbeit bedeutet hat, aber ich fand die Woche insgesamt eigentlich ziemlich spaßig und lustig. Und ja, seht ihr die Affixe so von letzter Woche? Was haben wir denn diese Woche? Tyrannisch, inspiriert? Eben, ja, inspiriert kann kacke werden, weil manche Puls sind halt einfach nicht so scheiße, nicht so leicht zu spielen wie sonst. Aber gut, der Trash ist nicht verstärkt, vielleicht kann man da das eine oder andere wegjugen. Schauen wir mal. So, was haben wir denn jetzt hier? Grüne Löwe mit Schmuck. Wollen wir nicht. Bei 52er Set-Teil brauchen wir auch nicht. Halt, 278er Schildhand mit Crit-Versor. 278er Schulter mit Crit-Versor. Ich muss mal eben kurz gucken. Crit-Versor sind ja schon mal auf jeden Fall meine Stats. Schulter klingt eigentlich ganz nice, weil die einen dritten Stat drauf hat. Schild bringt mir nämlich nichts, weil ich habe keine Main Hand in 278. Ich glaube, ich würde tatsächlich Schulter nehmen. Crit, Versor und Bewegungsgeschwindigkeit in 278. Richtig nice. Ja? Schild wäre auch gut, aber ich habe ja den Stab mit Crit Tempo. Ich nehme die Schulter, die bringt mich nach vorne. Das ist ein richtig schöner Gearscore-Upgrade von 16 Punkten. Die gönnen wir uns, würde ich sagen. Damit wäre mein Schamani auf Gearstufe 273,25. Schon nicht schlecht, ne? Mit dem habe ich jetzt auch schon 21er geheilt. Der spielt sich ganz gut. Den mag ich gerne. Viele Leute fragen mich immer, was so meine Lieblingsklasse ist. Ich kann darauf keine Antwort geben, ne? Ich liebe alle meine Chars von mir. Den Heal Charmy finde ich richtig geil als Heiler. Meine beiden Tanks, den Duduwi, auch den Pala finde ich richtig geil. Den Schurken finde ich richtig cool als Mili. Den Retreat spiele ich auch super gerne. Den Hexenmeister spiele ich extrem gerne als Range-DD. Egal ob als Demo oder Destro. Beide auch mega cool, die Specs. Es ist so schwierig. Leute, was ist eure Favoritenklasse im Moment? Haut's mal gerne in die Kommentare. Und mal gucken, ob wir hier eher so ein Meta-Publikum haben oder ob ihr auch gerne mal so eine Randklasse gelungen spielt. Würde mich mal echt interessieren. So, wir haben jetzt hier den Schurken. Der bräuchte Trinkets oder 278er Waffen. Müssen wir mal eben kurz gucken. Achso, das wird ein Fragezeichen. Die haben doch alle Kisten, ne? Mein Monk hat auch noch eine gemacht. So, kommt schon, Leute. 278er Waffe oder ein geiles Trinket. Wäre richtig big. Spannung steigt. Kommt bitte ein Dolch. Oh, nee, nach dem Dolch sieht schon mal nicht aus. Und noch ein Trinket auch nicht. Da haben wir ein Dings. Hier haben wir ein Set-Teil. Hier haben wir... Okay, Gearscore-Upgrade von 6 würde ich nicht machen. Aber hier habe ich ein 252er Set-Teil. Dann würde ich, glaube ich, die 278er Hose nehmen. Und dann kann ich mir das 278er Set-Teil craften. Die Zerrit Mortis. Dann ist das schon mal ein gutes Gearscore-Upgrade von 26 Punkten. Dann machen wir das so. Ist jetzt nicht der Hit, weil eine Waffe oder ein Trinket hätte mir ein spürbareres Upgrade gebracht. Aber es ist immerhin ein Upgrade, ne? Das ist schon gut. Schurke ist übrigens bei Gearscore 263. Höchster Key mit dir bis jetzt ein 17er mal gelaufen. Ich finde, der macht auch noch nicht so viel Schaden. Ich komme so auf 10, manchmal 11k Overall, je nachdem wie die Pulse in die Gruppe so ist. Da ist eine Luft nach oben, würde ich sagen. Mal eben den Druiden an. Da weiß ich gar nicht, was ich mit dem wünschen würde. Ich glaube, der braucht noch ein zweites Trinket. Waffe hat er, 4er-Set hat er. Gucken wir einfach mal. Wie versteht er hier in ihren Torgas rum? Ich muss mal kurz rumgucken.
supporten. Achso, ja, die Schuppe habe ich auf 2,36. Wenn ich die in 2,78 kriegen würde, das wäre natürlich nice. Ne? Das Leggy habe ich noch nicht gebaut, das ist noch auf 2,65. Das muss ich auch noch erhöhen. Und ja, ich hatte gerade Angst, weil meine Aufnahme tickt gar nicht weiter. Ich hoffe, der nimmt jetzt auf. Waffe ist 2,78. Red 2,78er, 2,75er, 2,62er, 2,78er. Die Setteile sind gar nicht so schlecht. Die Schulter ist die schlechteste mit 2,62. Heute Spezialisierung Wächter haben wir. Checken wir da mal rein. So, hier haben wir Hände als 2,78er. Die habe ich schon. Hier habe ich Vielseitigkeit Meisterschaft Taille 2,78. Da habe ich leider die Edgy Brust 2,78. Habe ich leider auch schon. Okay. Das bedeutet, mein Druide bekommt ein Sockel, beziehungsweise 6 von diesen Dingern hier. Frage, ob ich mir dafür einen Sockel kaufe oder was anderes. Ja, ich glaube, was anderes macht schon keinen Sinn, ne? Mal eben kurz gucken. Hier ist der Sockel, der kostet 6. Ruhe mit Reichtümern. Kann man sich Gold holen? Auch nicht schlecht. Wie viel Gold ist denn da so drin? Weiß das jemand? Hat die schon mal jemand gezogen von euch? 500 Flux. Das wäre auch was, weil dann könnte ich mir das Leggy bauen. Ach, kann ich sowieso schon, habe ich genug Flux für. Weil das kann man ja auch nicht accountgebunden weiter verschieben, ne? Umstufe, die Wut erleuchteten. Nö. Okay, für den wird es ein Sockel sein. Das ist schon mal gut. Und den hauen wir, denke ich mal, auf den 2,75er Helm. Den werde ich wohl behalten. Ja, machen wir Sockel rein. Komm, let's go. So. Haben wir immerhin 16 Börser gegained. Ist doch nicht verkehrt. So, wo gucken wir jetzt weiter? Wir gucken jetzt mal eben auf den Monk und dann gucken wir uns die beiden Mains an. Den Monk habe ich gerade erst angefangen, ne? Da habe ich einmal einen 2er und einmal einen 5er Key gespielt. Ist also noch nicht der Rede wert. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich den dann nochmal richtig aktivieren werde, weil der gefällt mir ganz gut als Tank, weil der ziemlich schnell unterwegs ist, ne? Das hat man als Paladin ja nun nicht so, diesen Movement Speed. Deswegen habe ich das echt mal genossen, mal so schnell von A nach B zu kommen und zurück. So. Ich mache mir echt gerade ein bisschen Sorgen um meine Aufnahmeuhr. Weil wenn der jetzt wirklich nicht aufnimmt, dann habe ich die Kisten schon geöffnet und ich kann dieses Video dann nicht mehr neu machen. Ne? Das ist das Problem an der Geschichte. Das Schöne bei dem Char hier ist, der kann wirklich alles gebrauchen, weil der hat einen Gearscore von 2,20. Der hat noch nichts Besseres. Guck mal hier, 2,55er Dings gibt, Schulter, haben wir ein Gearscore Upgrade. Knapp 30 Punkten. Ist gekauft. So, jetzt wird's gleich tricky. Weil wir gehen jetzt auf den Hexer und auf den Parler. Guck mal. Ob der Kistengott hier gnädig war. Der Hexer könnte auf jeden Fall noch eine Waffe gebrauchen. An dem Parler fehlt, glaube ich, noch das zweite gute Tank-Trinket. Ich weiß nicht, ob ich es mittlerweile schon bekommen habe. Ich bin echt durcheinander. Langsam. In den Charakteren. Frostmage habe ich schon wieder nicht gespielt. Diese Woche. Und Demon Hunter auch nicht. Ich glaube, dass die beiden einfach nicht so viel Spaß machen, weil sonst würde ich die Priorität nicht so nach hinten schieben, ne? Genau, der 2,65er Main und Offhand, der könnte auf jeden Fall eine Waffe gebrauchen. Trinkets hat er gute. Die Set-Items sind... die Brust war 2,59. Ja, Waffe wäre einfach das wichtigste Upgrade jetzt hier. Das loste Teil ist tatsächlich die Set-Brust mit 2,59. Das heißt, wenn wir eine Brust kriegen, wäre es auch in Ordnung. Aber Waffe würde ich mir jetzt wünschen.
Mhm. Obwohl der Gears Upgrade der verbrauchst höher wäre. Bei 59 zu erfüllen. Schauen wir mal. Aber Waffen sind immer was Besonderes für die Gears. Ist keine Waffe dabei, keine Brust, nur eine Hose. Da habe ich eine 272er. Hier ist die Brust als 278er. Okay, dann nehmen wir die Brust und graden die über die Schmiede ab. Ganz klare Sache. Von 259 auf 278 sind 19 Gears gut, wenn ich das richtig gerechnet habe. Muss auf die To-Do-Liste. Und auf zum Paladin. Der Paar. So Leute, ich habe mir auch vorgenommen, dass ich nächste Woche mal wieder ein paar Guide-Videos mache. Ein paar ist übertrieben. Wenn ich einen schaffe oder zwei, ist schon gut. Ihr, als meine treuen WoW-Videogucker, die bis hierhin in diesem Video drin geblieben sind, habt natürlich jetzt auch die Möglichkeit, noch Wünsche für Klassen und Specs, wofür ihr einen Guide haben möchtet, zu äußern. Oder falls ihr auch ganz allgemein irgendwas noch braucht an Videomaterial. Okay, Beutespezialisierung gehe ich jetzt mal auf Schutz. Let's check this shit. Oh, die Schuppe in 278. Das ist big. Aber nur ein Upgrade von 13 Punkten. Ja, ist das beste Upgrade. Eindeutig. Nehmen wir die Schuppe. Geiles Trinket. Werde ich sowieso tragen. Als 278er. Ist gebongt. Nehmen wir mal rein. So Leute, das war's. Alle Chars durch. Ich hoffe, euch hat das Video bis hierhin gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit reinschaut. Wie gesagt, denkt an die Kommentare, wenn ihr Bock drauf habt. Und dann macht's gut, Leute. Haut rein. Ciao.